Es ist die gute Frage, verarschen die Gesichter einen oder sagen sie einem die Wahrheit? Das Gesicht hat Dolch gesagt. Okay. Hammer und Schaufel. Wetten wir, ich würde damit die Unterlinge freilassen, die sowieso ein viel zu hohes Level haben und uns töten würden. Gut, was sagst du uns? Ja, das lese ich nicht alles wieder vor. Wir setzen die Steinzunge ein. Hören in Luft. Okay, also wir haben doch Rabe und Säbel. Das wollte ich nicht. Ich wollte die Steinzunge rausnehmen. Okay, gucken wir mal. Was hast du? Wirbelsturm, also nur Wirbelsturm. Was hast du zu sagen? Zunge einsetzen. Krone. Also wir haben jetzt Rabe, Säbel und Krone. Okay, das heißt, wir berühren das Symbol des Raben. Es ist hier oben aufgegangen. Das bringt uns aber. Oh, hier ist auch aufgegangen. Also, wir haben noch Säbel und Krone übrig. Ja, Zunge erst einsetzen. Keule. Okay, was hast du? Säbel, das heißt, wir berühren den Säbel. Also haben wir jetzt noch Krone und Keule. Super, Keule. Okay, das war falsch. Krone. Ah, jetzt ist hier aufgegangen, aber der Unterling ist auch frei. Da ist die Uro, da sind noch mehr Unterlinge. Oh, Schlüsselstein zur Untotenhalle. Was sagt denn die Uro? Wo bin ich hier? Ihr befindet euch direkt vor dem Tor einer der Schatzkammern. Doch dieses Tor ist gut gesichert. Seht ihr die fünf Köpfe, die über uns thronen? Erst wenn ihre Augen zur selben Zeit leuchten, wird sich das Tor öffnen. Wie kann ich die Augen dieser Steinköpfe zum Leuchten bringen?
Von hier aus, wo wir stehen, ist es nicht möglich. An einem anderen Ort jedoch, tief in einem Labyrinth irgendwo in diesen Hallen, gibt es einen Mechanismus, der dies bewirken kann. Liegen alle Reichtümer und Artefakte der Zerbiten hinter diesem Tor? Nein. In diesem Gewölbe gibt es noch viel mehr geheime Schatzkammern, als ihr euch vorstellen könnt. Okay. Und ja, an den komme ich da eh nicht ran. Schnell! Wobei, ich kann mich ja porten, bis die zurückgelaufen sind. Das heißt, als nächstes geht's in die Halle der Toten. Von da aus nach Süden weiter, in den Raum hier. Der scheinbar auch nicht nett aussieht. Da liegt ein Skelett, habe ich gerade gesehen. So, das heißt zum nördlichen Heldenmonument. Okay, und die Unterlinge sind nicht sonderlich stark. Gut. Ich glaube, egal was ich hier gedrückt hätte, hätte wahrscheinlich die beiden Tore geöffnet. Also wahrscheinlich das eine das linke Tor, das andere das rechte Tor. So nach dem Motto, du bist ein Vollidiot. Was machst du da? Ja, keine Ahnung, was ich hiermit noch öffnen kann. Ja, den Schlüsselstein der Untoten einsetzen. Mit einem Grollen öffnet sich das Tor. Bereit und los! Was wünscht die Rune? Level up, yay. So, das ist alles auf 13 jetzt. Bringt mir keine neue Waffe. Sollte mir aber eine neue Rüstung bringen, oder nicht? Genau das hier, den Silberfadenwams. Ihre Stiefel, die wären auch nicht schlecht. Also machen wir mal wieder den Direktvergleich. Silberfadenwams, und was hätten wir noch so hochleveliges? Was wir im Augenblick tragen könnten. Ist hier feines Gewand, aber. Sieht sehr seltsam aus für ein feines Gewand. Ja, ist aber das Beste, was wir tragen können. So, gucken wir mal. Damit wären wir hier schon mal schlechter. Dann wäre allgemein wahrscheinlich schlechter. Nehmen wir mal das Ding hier.
Okay, damit wären wir bei mit Stärke besser. 1. Ausdauer wären wir, glaube ich, schlechter. Ja, nur bei 67 statt 78. Geschicklichkeit 115 zu 124. Dasselbe geht auch für Wendigkeit. Einzig und allein besser ist die Rüstungsklasse wahrscheinlich. Ja, um 31 besser. Ich sag ja, den Schattenpanzer, den kann man einfach nicht ersetzen. Finde ich jedenfalls. Die haben das Ding einfach zu mächtig gemacht, meiner Meinung nach. Das bisschen Rüstung mal dahingestellt. Gucken wir mal, ob wir wenigstens gescheit... Ja, genau. Der ist eigentlich besser, muss man leider sagen. Auch wenn wir damit sehr, sehr seltsam aussehen. Allein dadurch, dass er 10% auf alle Resistenzen gibt. Na gut. Tragen wir heute mal Turban. Bereit. Und los. Mir nach. Vorwärts. Sofort. Schnell. Zurück mit euch! Verstärkt die Deckung! Schlagt sie zurück! Was? Halt mal still! Schließt die Reihen! Schließt die Reihen! Bereit. Schließt die Reihen! Zur Ehre Aonirs! Haltet durch, Männer! Au! Schlagt sie zurück! Zu Befehl! Sie sind überall! Wird sofort ausgeführt. Okay. Haltet durch, Männer! Bin ich nicht Schirmmeister? Schließt die Reihen! Auf mein Kommando! Haltet durch, Männer! Feindlicher Angriff! Stäbe, schlagt sie zurück! Und alles kaputt machen! Sie sind überall! Das verteidigt euch! Schlagt sie zurück! Der Kampfschütze feindlicher ist gleich Angriff! Weg. Mir nach! Schnell! Komm zu Ump, komm! Sie sind überall! Feindlicher Angriff! So, dann. Au. Feindlicher Angriff! Haltet durch, auf mein Männer! Zeichen! Schnell! Verstärkt die Deckung! Wie wär's, wenn ihr schießen würdet? Komm zu Ump, komm! Das kitzelt! Auf mein Zeichen! Schließ die Reihen! Hey, halt doch still! Feindlicher Angriff! Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung! Ja, sofort! Okay, den Turm kann man tatsächlich nicht erreichen. Schließt die Reihen! Au! Verstärkt die Deckung! Okay, da hat er auch noch Goblins. Schließt die Reihen! Was wünscht ihr? Alles klar. Und Skelett-Totendiener ist ja auch noch hier.
Hey, halt doch still! Zurück mit euch! Der sollte eigentlich kein Problem für uns sein. Die Rune ruft? Aber ja, da wir spawnen. Vorwärtskrieger! Da wir spawnen Gegner aus den Krypten. Verstärkt die Deckung! Zu Befehl! Sie sind überall! Alles kaputt machen! Verstärkt die Deckung! Deswegen sollten wir gucken, dass wir... alles kaputt machen! Genau. Das kitzelt! Vorsicht! Steh bereit, sie wird zum Fehlen ausgeführt.